Homophobie ist noch immer ein Problem auf YouTube. Letztes Jahr war es Mert Matan, der mit seinem Gay-Prank auf Homophobie aufmerksam gemacht hat im negativen Sinne. Nun ist es ein weiterer Mert, und zwar It's Mert, der mal wieder auffällig ist mit sehr homophoben Ausdrücken. Mehr dazu in diesem Video. Willkommen zu WhatsApp Feedback. Bevor wir anfangen, WhatsApp Feedback ist ein Meinungsformat, bedeutet, das, was ich hier erzähle, ist meine subjektive Meinung. Am 27.02. hat Mert ein Video auf seinem Kanal hochgeladen, welches sich Statement nannte. In diesem wollte er Shirin David in Schutz nehmen, weil die beiden ein Video zusammen gemacht haben und daraufhin viele YouTuber aus der schwulen YouTube-Community Videos gemacht haben und gesagt haben, Shirin, wie kannst du mit ihm ein Video machen? Er ist so schwulenfeindlich. Nun ist es aber so, dass Mert in seinen Videos schon öfters mal ziemlich homophobe Dinge gesagt hat und Shirin momentan ja sowieso ziemlich im Fokus der Presse steht, weil sie eben in der Jury von DSDS sitzt. Sie haben sich also dazu entschlossen, das Video runterzunehmen, damit die Boulevardpresse nicht noch auf die Idee kommt, ein Video darüber zu machen, wie homophob doch Shirin David sei. Jede Schwuchtel, jede Transe hat auf einmal ein Video gemacht mit dem Titel Shirin David ist homophob, Shirin David unterstützt Schwulenfeindlichkeit. Digga, erstens, woher soll Shirin David wissen, dass ich schwulenfeindlich bin? Wir sind in Kontakt gekommen, weil sie damals meinen Track gepostet hat. Was hat mein Track mit Schwulenfeindlichkeit zu tun? Wir haben uns dann einfach kennengelernt, haben einfach über Gott und die Welt geredet, haben über YouTube geredet, haben über Menschlichkeit geredet, über alles Mögliche. Das Ding ist, wenn man sich kennenlernt, als ob ich jetzt zu Shirin David gehe, hi, ich bin Mert, ich bin schwulenfeindlich. Dummerweise befeuert das Statement-Video von Mert die ganze Sache jetzt nur noch viel, viel stärker, als wenn er die Fresse gehalten hätte. Ganz ehrlich, ich finde die Aussagen in Merts Video so krass traurig. Wir haben das Jahr 2017. So langsam sollten die Menschen doch mal darauf klarkommen, dass es Männer gibt, die sich lieben, dass es Frauen gibt, die sich lieben. Es kann doch jedem scheißegal sein. Ich verstehe das nicht. Warum mache ich jetzt aber ein Video zu diesem Thema? Zum einen, ich mache unter anderem YouTube News, deswegen ist es schon relevant für mich. Aber ich habe auch Mert tatsächlich mal zum Kanal der Woche gemacht. Ich bin also einer der Menschen, die ihn damals als für gut befunden haben. Deswegen ist es mir schon ein krasses Anliegen. Weil damals dachte ich mir so, ey, Mert, der hat echt was drauf, der ist ein cooler Typ. Und klar, der hatte schon immer diesen Ghetto-Assi-Slang drauf. Trotz seines Slangs hat er aber trotzdem gute Videos gemacht, die gute Botschaften verbreitet haben. Kommen wir zum Kanal der Woche, und diese Woche ist der Kanal der Woche wieder ein Kanal der Woche, den ich unglaublich feiere. Deswegen viel Spaß mit It's Mert TV. Die Statistiken heben mir vor, dass in den letzten Jahren viele Fotografen und Designer ihre Jobs verloren haben. Der Grund dafür sind die Möchtegern Facebook Models. Live aus Berlin, ihr Lappens. Mert hat es geschafft, an eine Zielgruppe ranzukommen, wo eben nicht jeder rankommt. Er hat es geschafft, Werte zu vermitteln für eine Zielgruppe, wo die meisten überhaupt keinen Einfluss drauf haben. Und das ist erst einmal gut. Aber genau deswegen finde ich das auch so traurig, was Mert hier von sich gibt. Ich habe Mert einfach als einen so korrekten und netten und schlauen Menschen kennengelernt. Das macht mich echt traurig, dass ein Mensch, den man eigentlich voll gut leiden kann, auf einmal so ein Video rausballert mit so einer hirnrissigen Message drin. Ah, es ist... Ich weiß es nicht, ey. Es ist einfach nicht cool. Der Junge hat so viel auf dem Kasten und macht denn so ein Video, wo ich mir denke, Alter, nein, wirklich nicht. Du hast so einen krassen Einfluss auf junge Menschen. Du verbreitest schon so viele coole Aussagen. Und dann kommt so eine Sache, wo du doch mal allen guten Dingen den Mittelfinger zeigst. Und das ist so traurig. Guck mal, ganz ehrlich, du sitzt nur mit Joggenanzug da. Du trägst Joggenanzug und du erzählst so, mir ist so scheißegal, was ich anhabe. Fick drauf. Und das ist eine saugute Einstellung. Du zeigst den Jugendlichen, es ist nicht wichtig, dass ihr die krassesten und teuersten Klamotten habt. Ihr seid nicht cool, weil ihr krasse Klamotten habt. Das ist eine super Eigenschaft, die du deinen Fans vermittelst. Und du vermittelst auch nicht diesen Lifestyle von ich bin der Geilste, ich hab hier das Para und alles raus und Bitches. Du bist einer, der sagt, ey, Familie geht vor. Ich arbeite noch im Dönerladen von meinem Vater. Ich gebe alles zu meiner Familie, damit das Haus abbezahlt ist und sowas. Und das sind Werte, die halt gut sind. Du zeigst den Leuten, man muss nicht immer alles irgendwie den krassesten Scheiß haben. Nein, lass mal was für die Familie machen. Lass mal den Leuten was geben, die es brauchen. Das ist so eine geile Sache, die du eigentlich machst. Und auf einmal kommst du, alle Schwulen sind scheiße. Ah, das tut so weh, wirklich. Und bei mir, ich toleriere Schwule einfach nicht. Ich akzeptiere das nicht. Es gibt tolerieren und akzeptieren. Amenarem, auf die Straße gehen 20.000 Leute, protestieren gegen eine Moschee in Deutschland. Aber wenn man einmal was gegen Schwule sagt, wird man gefickt. Was hat Schwule mit tolerieren zu tun, Digga? Da hast du doch schon deine Antwort. Tausende gehen auf die Straße, weil sie keine Moschee haben wollen. Weil sie Angst haben. Weil sie denken, zum einen, da werden Terroristen ausgebildet.
Und zum anderen haben viele Angst, dass ihnen ihre Religion weggenommen wird, was kompletter Schwachsinn ist. Ich habe mir eben kurz gegoogelt, wie viele Kirchen es in Berlin gibt. Ich habe 56 gefunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sogar noch einige mehr sind. Moscheen gibt es in Berlin derzeit 6. Und dass denn ganz viele Deutsche auf die Straße gehen und sagen, ah, nein, keine Moschee, das ist natürlich Schwachsinn. Natürlich sollt ihr Moscheen haben dürfen. Jeder Mensch auf der ganzen Welt sollte das Recht haben, seine Tradition und seine Religion ausleben zu dürfen in dem Land, wo er lebt. Das Problem, was ich aber sehe, ist, wenn Leute wie du ankommen, meinen armen Nacken, was deine Mutter du Hurensohn, dann sorgt das nicht unbedingt dafür, dass die Leute weniger Angst vor Muslimen haben, sondern sich eher denken, ah, ha, tis. Verstehst du, was ich dir sagen will? Jeder Mensch sollte das Recht haben, sich so ausleben zu dürfen, wie er möchte. Das bedeutet also auch, nicht nur wenn es um Religion geht, nein, auch um die Sexualität. Also sollen Schwule auch schwul sein dürfen. Wenn du möchtest, dass Muslime nicht scheiße behandelt werden, dann darfst du aber auch andere Menschen nicht wie scheiße behandeln. Was haben Muslime und Schwule gemeinsam? Beide werden immer noch ausgegrenzt. Es gibt immer noch viele Menschen, die sagen, das darf nicht sein. Das hat hier nichts verloren. Raus. Das Problem ist jetzt hier nur, so wie du dich gerade präsentierst, Mert, bist du auch kein gutes Vorbild. Du bist auch wieder Grund, warum sich andere Muslime schämen und denken, fuck, jetzt sitzt der Typ da im Anzug und jetzt wird wieder jeder Türke oder was auch immer, jeder Schwarzer im Anzug so verglichen. Auf einmal ist jeder homophob. Auf einmal jeder intolerant, intolerant. Und das ist traurig, weil das stimmt natürlich nicht. Aber wenn man das Bild suggeriert bekommt, gezeigt wird, wie du redest mit den Menschen, über Menschen, dann wird das auf ganz viele andere auch wieder übertragen. Du bist ein schlechtes Vorbild mit dem, was du gerade machst. Das ist schade, weil du so viele gute Eigenschaften eigentlich hast. Und ganz ehrlich, ich verlange jetzt auch nicht von dir, dass du auf einmal Schwule mega toll findest. Aber Respekt ist trotzdem wichtig. Es gibt Respekt für jeden Menschen. Jeder Mensch hat verdient, gut behandelt zu werden. Und wenn du auch gut behandelt werden möchtest, dann solltest du andere Menschen auch so behandeln. Selbst wenn du sie nicht magst oder wenn du mit ihnen nichts anfangen kannst. Du kannst ja nicht zu jedem Menschen auf der Welt gehen und sagen, du Hurensohn, ich mag dich nicht, voila! Das ist kein Verhalten. Eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir auch mit denen klarkommen, mit denen wir vielleicht nicht viel anfangen können. Es gibt viele Menschen, mit denen ich nichts anfangen kann. Aber ich gehe nicht hin und sage, ey, ihr seid schlechte Menschen, ihr kommt alle in die Hölle. Das ist Schwachsinn. Außerdem glaube ich, du hast wahrscheinlich noch nie einen coolen Schwulen kennengelernt. Es gibt natürlich die Fälle, die total tuckig sind, die Leuten auf den Sack gehen. Das verstehe ich auch. Aber ein Schwuler ist nicht ein anderer Mensch oder ist ein Alien. Und eigentlich wünsche ich dir genau das, dass du mal irgendwie ein paar Schwule kennenlernst, wo du vielleicht auch später erst merkst, dass die schwul sind oder es erfährst und dir trotzdem denkst, okay, aber das sind coole Menschen. Ich akzeptiere sie so, wie sie sind, auch wenn ich das nicht verstehe. Diese Angst gegen Schwule ist einfach total unberechtigt. Genau wie die Angst, dass jeder Muslime ein Terrorist ist. Nein, ist er nicht. Natürlich nicht. Ansonsten hätten wir jeden Tag in Deutschland eine Bombenstimmung. Und die haben wir nicht. Ich sitze gerade im Schnitt und mir ist eine Sache eingefallen, die ich vergessen habe zu erwähnen. Und zwar hat das Netzwerk, bei dem Merz unter Vertrag stand, ihn vor die Tür gesetzt, weil auch sie sich davon distanzieren und sagen, wir können so mit jemandem nicht zusammenarbeiten. Das ist natürlich komplett nachvollziehbar. Viele ärgern sich allerdings, dass diese Reaktion erst jetzt kommt, da Mert auch schon in der Vergangenheit auffällig geworden ist, allerdings noch nie so wie jetzt. Auch dazu eure Meinung, eure Gedanken gerne nochmal unten in die Comments. Aber wisst ihr, was ich schön finde? Dass diese Aktion die YouTube-Community gerade wieder zusammenschweißt. Ganz viele Leute stellen sich zusammen und sind gegen Homophobie. Und das ist toll. Egal wie beschissen dieses Video und diese Situation und diese Aktion auch ist. Es gibt wieder ganz viele Menschen, die sich zusammen hinstellen und sagen, so geht das nicht. Das ist zumindest ein Zeichen, dass die Welt noch nicht verloren ist. So, Mert, wie gesagt, denk mal drüber nach, vielleicht hilft es dir beim Nachdenken. Du bist ein cooler Typ eigentlich, aber die Aktion war echt ziemlich scheiße. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute mit deiner Karriere. Hoffe, dass du dich wieder einbekommst. Und ihr seht jetzt noch diese beiden Videos hier. Klickt gerne auf Abonnieren oder lasst es sein. Tschüss.